Moin moin und willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben, bei einem Herrenhaus, Fragezeichen, aber es sieht schon so ein bisschen danach aus. Und ich bin gespannt, was ich darin finde. Ich hoffe mal, es ist diese Tafel, die mir versprochen wurde. Bevor ich da allerdings reingehe, hätte ich gerne den Rücken frei. Nicht, dass da am Ende irgendwelche starken Gegner drin sind, ich rausrennen muss. Gerade so, weißt du, gerade so überlebt. Zack, den Baran in die Arme. Und tot. Ne, darauf habe ich keine Lust. Siehst du das noch einer? So, das sollte es gewesen sein, so wie es aussieht. Wie sieht's denn mit Leben aus? Oh mein Gott, mir fehlen 14 Lebenspunkte. Was tue ich nur? Eine Beere. Beere klingt auch gut. Oh, Pilze. Hey, Pilze. Wie viele habe ich denn schon? Pilze? 195, noch 5 Stück. Noch 4. Noch 3. Noch 3 Pilze. Dann habe ich nochmal 5 Mana mehr. Und da hinten ist tatsächlich ein Kreuz. Also das heißt, da ist noch ein Schatz verbuddelt. Dann schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Vielleicht ist hier ja die Tafel. Könnte ja sein. Dann könnte ich mir die eventuellen Gegner im Haus drin... Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Vielleicht sogar sparen. Einen Trank, eine Spruchrolle. Das war's. Schade. Schade. Was gibt's da unten? Ach so, das ist der Sumpf da unten wieder. Okay. Da will ich nicht hin. Moment. Kann ich da hoch? Yippie! Ich bin quasi tot, wenn ich nicht aufpasse. Coole Aussicht. Gefällt mir. Aber ich will hier lieber wieder zurück. So, sagte ich 3 Pilze? Ich meine natürlich noch 2 Pilze. Dann habe ich doch mal 5 Mana mehr. So, jetzt habe ich hier draußen aufgeräumt. Der Rückweg ist frei. Also bin ich mal ein kleiner Feigling. Und speichere das ab. Aha, Steinwächter, aha, Steinwächter. Leben die denn? Der da draußen lebt auf jeden Fall nicht. Was gibt's hier außen noch? Da ist noch ein Steinwächter. Aber ansonsten scheint hier nichts zu sein, was mir in den Rücken fallen kann. Die sind alle eingefroren, aber ich habe Angst, dass die erwachen, sobald ich irgendwas da drin tue und dann verhindern, dass ich rausgehe. Deshalb bin ich immer proaktiv. Und mach die einfach mal alle nichts zu holen. Platt. Schade, dass es da nichts zu holen gibt. Und ihr seht, selbst ein Einzelner macht mir immer noch relativ viel Schaden. Ja, ne? Ich heile dich mal eben. So, 104. 197. Da brauche ich jetzt noch 28. Wo bin ich 28 her? Ich würde ja Fleisch essen. Das war dann 24. Haha, genau. Und dann noch eine Beere. Und dann fehlen mir 100. Und 100 sind 2 davon. So. Na dann. Ach, da ist ja doch einer. Aber hier ist keiner, ne? Ne, hier ist keiner. Oh, da machen beide. Aber, egal. Diesmal habe ich deutlich besser gekämpft. Nicht zu holen. Da ist nichts. Als beim letzten. So, und hier nochmal 250er. Ah, ja, aber das meinte ich ja schon mal, dass ich das, das gefällt mir nicht so, dass man so eine große Varianz hat im Schaden, den man macht. Wobei es ist ja eigentlich schon irgendwie realistisch, ne? Dass man mal gut trifft und mal schlecht trifft. Es hat ja schon irgendwas, gebe ich ja zu. Aber trotzdem, finde ich es ein bisschen blöd, dass man mal so gut abschneidet und mal so schlecht. So, den Feldknöterich hätte ich beinahe übersehen. Und ich gebe es zu, ich bin ein kleiner Schisser. Ich bin einfach in den letzten paar Folgen viel zu oft gestorben für meinen Geschmack. So, da hinten sind Steinwächter. Da ist noch einer. Ich schnapp mir erstmal den hier.
kommt auch schon der nächste. Leider kann ich den hier mit Magie nicht allzu viel anhaben. So, ich bin da mal weg, bis du mich nicht mehr verfolgst. Denn sowas in der Art habe ich befürchtet, dass ich da fast drauf gehe. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da niemanden in den Weg laufe. So, das scheint es gewesen zu sein, oder? So viel dazu. Ups. Eigentlich wollte ich die da treffen. Ja, aber das scheint es gewesen zu sein. Ach, herrje, sind die stark, die Viecher. Aber da drin gibt es bestimmt was Tolles. Na, diese Steintafel zum Beispiel. Das ist 2, 3 und 4. Und ich sollte mir vielleicht den hier ausgewählt lassen. Die reine Lebensenergie. Falls ich irgendwie eingekesselt werde und mich nochmal schnell heilen will oder kann oder muss. Ha, meine Blutspur führt hierhin. Mein eigenes Blut, quasi. So, du warst es, ne? Wieder kommt noch einer. Wo kommt der denn her? Ach, man kann die blocken. Ach was. Schlüssel eines Steinwächters. Passt zu einer Truhe in einem seltsamen alten Gebäude. Nichts zu plündern. Im Sumpf. Ja, das ist dann wohl dieses hier. Und ich bin schon wieder fast tot, bevor ich jetzt hier irgendwie eine Fackel nehme oder so. Heile ich mich erstmal wieder. Da kenne ich nichts. Das muss sein. Dann schnappe ich mir die Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Ah, Lederbeutel. 100 Münzen, zweimal. Boah, nehme ich? Hey, ich bin reich. Ich brauche kein Geld mehr. Siehst du, ich hätte mir diese ganzen dämlichen Punkte, die ich in Alchemie gesteckt habe, hätte ich mir sparen können. Ich habe mehr als genug Geld, um mir alles zu kaufen, was ich brauche. Aber ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Ich könnte viel besser sein in Magie, wenn ich mir die Alchemie-Punkte einfach gespart hätte. Dann hätte ich jetzt vielleicht mein Mana schon auf 80 oder so oder ein paar Zauber mehr. Ja, wusste ich aber nicht am Anfang. Schade. Da dachte ich, es wäre eine gute Idee, seine eigenen Tränke zu brauen, um Geld zu sparen. Das Problem ist nur, man kann sich halt nicht allzu viel hier kaufen in Gothic. An tollen Dingen. Eigentlich hauptsächlich Verbrauchsmaterial. Und die Rüstung kriegt man eigentlich so. Nun gut. Ich schnapp mir hier erstmal alles. Ist da unten noch was? Nee. Da ist noch eine Truhe. Aber ich fürchte, wenn ich die öffne, wird der Steinwächter wach. Da unten ist doch noch was, oder? Ja, nö, doch nicht. Habe ich hier oben alles? Ja, ich habe hier alles. Dann, los geht's. 2 grüne Steintafeln, okay. Und du hier musst auch noch dran glauben. Da ist nichts zu holen. Warum hatte der Steinwächter den Knochen eines Skeletts dabei? Warum kann ich die Fackel nicht mehr aufnehmen? Hat die sich irgendwie... da liegt irgendwie ein Objekt, ne? Und verdeckt die Fackel. Na, klasse. Egal, ich habe hier vorhin eine Fackel gefunden und eigentlich weiß ich auch, was rausgeht. Ich brauche ja keinen Weg nach draußen mehr. Sondern ich brauche Heilung, bevor ich wieder zum Sumpf gehe. Und das ist irgendwie der Standard, ne? 2 davon. Ja, vielleicht hat 1 sogar gereicht. Hat 1 sogar gereicht? Ich depp. Machen wir das mal so. Ein 70er. Und dann fehlen mir noch 5 Punkte. Siehst du mal. Das heißt, eine Beere. Und ich brauche noch einen Pilz. Noch einen Pilz. Dann habe ich 200. Dann kriege ich 20, oder? Ist das so? Ja doch, 10 Pilze, 1 Mana, ne? 50 Pilze, 5 Mana. 10 Pilze, 1 Mana. Dann kann ich mit 20 Mana-Punkte oder umgerechnet 100 Lernpunkte, also 10 Stufen, mit einem Mal reinpfeifen. Keine Sorge, das werde ich offscreen machen. Ich werde die ganzen Pilze nicht onscreen essen. Vielleicht mache ich eine Sonderfolge, Pilze essen oder so. Hey, was?
Ah, verdammt, ich habe gewartet, ob ich die zweite treffe. Und habe ich gemerkt, ja, okay, die zweite lebt noch. Und habe geschossen und in dem Moment. Nichts zu holen, nichts zu plündern. Hat der erste Zauber die zweite getroffen. Siehst du, Dunkelpilz. Sehr schön. Und da ist noch ein Schatz vergraben. Damit habe ich 200 Pilze. Yay! Freut mich. Auf zu 250. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt in der Welt. Ich hoffe mal, es gibt noch ein paar. Ich mache mich mal schlau und erzähle das mal, wenn ich das weiß, sobald ich Näheres weiß. Es wird aber mindestens noch ein paar Folgen dauern, weil die Aufnahme gerade angefangen hat und ich wollte eigentlich 3 Folgen am Stück hier aufnehmen. Sagt zumindest mein Plan. So, hier mal buddeln. Ich bin ein Buddler. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Honigtabak, ein Amulett und noch eine alte Steintafel. Wobei, diese alte Steintafel ist ja, glaube ich, nicht diese bunte. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich gucke jetzt erstmal hier rein. Was habe ich denn gefunden? Ich habe ein Amulett der Priester. Mana plus 10. 3 Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker. Das gleiche mit den Kriegern. Mit Schutz vor Waffen. Und ich habe hier ein Amulett der Erzhaut. Schutz gegen alles plus 8. So, Ring der Priester, Mana plus 5. Ring der Priester, Mana plus 5. Und Amulett der Priester. Das heißt, zusammen bringen die mir 20 Mana. Ich müsste allerdings meinen Mana-Bonus von 10 ablegen. Und meinen Schutz. 53, 53, 10, 10. 42, 42, 0, 0. Finde ich jetzt nicht so gut. Aber, gucken wir doch mal. 65 Mana. Und wenn ich das hier nehme, bin ich bei 65 Mana. Plus 5? Nein, plus 10, 75. 95! Boah, ich habe 95 Mana. Wie gut ist das denn bitte? 95 Mana, geil. Das mache ich mal eben voll. Und dann kann ich kann jetzt schon 3-mal zaubern. Das Problem ist halt nur, ich bin halt relativ schwach. Mach ich das richtig? Blödsinn. Ich brauche 2 davon. Ich brauche doch gar keine 5er-Zahl. Achso, doch, hätte ich gebraucht. 45. Ich dachte, ich brauche 50. Egal. Ich kann 3-mal zaubern. Yay, dafür halte ich das halt ein bisschen weniger aus. Aha. Macht schon Spaß, muss ich sagen. Macht schon Spaß. Die Sache ist nur, jetzt brauche ich eigentlich 1,5 von diesen Tränken. Also schnappe ich mir mal nur einen. Und werde jetzt 2-mal zaubern. Und dann kann ich trotzdem nur einen trinken und 2-mal zaubern. Verdammt. Ich dachte, ich kann abwechselnd 2 und 3 trinken, statt 1,5. Aber 2,5. Sorry. Nichts zu holen. Nee, das ist natürlich Unsinn, was ich da rede. Ich brauche doch noch 5 Mana irgendwo her. Wann level ich denn? 5000 Erfahrung. Gut, das sollte noch zu machen sein. Ich werde jetzt hier erstmal gucken, dass ich im Sumpf noch ein bisschen aufräume. Da ist nichts zu holen. Fällt mir gerade auf, ist ja Unsinn, was ich sage. Ich kann ja einfach 1-mal zaubern und dann kann ich den hier wieder aufnehmen. So, 4 davon bitte. Ich hätte eigentlich ja nicht gedacht, aber mittlerweile brauche ich es jetzt von den Tränken mehrere, um mich komplett zu heilen. Nicht nur von dem Essen. Naja, ist halt so. Was? Wo? Moment. Dunkelpilz. Den lasse ich mir nicht entgehen. Beide auf einmal. Sehr gut. Da war noch ein Pilz. Leider nur ein Buddlerfleisch. Das gibt keinen Mana. Das ist schade. Verstehe ich eigentlich nicht, weil die sind größer. Gut, andererseits heilen die auch mehr Lebenspunkte. Von daher sind die ja in der Hinsicht schon stärker als die Dunkelpilze. Apropos Dunkelpilze, ne?
So, war hier nicht noch eine? Ach, da unten, guck mal. Die hängt da fest. Ja. Ich befreie dich mal aus deiner Misere. Siehst du? Jetzt hängt sie nicht mehr fest. Ich helfe doch gern. So, jetzt bin ich doch... Moment, bin ich jetzt nicht wieder am Anfang irgendwo? Also am Anfang des Sumpfes? Ich werfe gleich mal einen Blick auf die Karte, wenn ich mich hier vollständig nach Pilzen umgeguckt habe. Aber ich denke, dass da vorne links könnte die Brücke sein, wo ich angefangen habe, in den Sumpf reinzugehen. Mit, wie hieß der Typ? Jacko oder so? Nee, keine Ahnung. Pilze! Yay! Alle mitnehmen, alle für Kevo. Der mag doch Pilze. Nee, eigentlich nicht. Da ist noch einer. Mann, 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 ich bin hier voll der Pilzsammler. Leider sind es keine wertvollen Pilze, wie, keine Ahnung, Pfifferlinge oder Morcheln oder so. Aber hey, Dunkelpilze, die geben mir Mana. Kennt jemand von euch ein leckeres Dunkelpilzgericht? Ich habe irgendwie keine Lust, mir die alle reinzupfeifen, pur. Wobei ich da natürlich vollkommen verwöhnt bin, ne? Streng genommen. Um das Mana zu kriegen, sollte es das einem schon wert sein. So, hier war doch noch irgendwo einer. Habe ich mich da getäuscht? Ne, hier war noch einer, siehst du? Okay, ein falscher Pilz. Keiner, der Mana gibt. Aber, wow, was hier wächst an Zeug, ey, in diesem Sumpf. Ist schon großartig. Gefällt mir. Gut, hier war ich schon. Hier sind die Ratten. Dann würde ich nochmal innerhalb von dem Baum um den Teich hier rumgehen. Aber ne, hier ist auch nichts mehr. Da oben wächst noch Zeug. Es scheinen auch Pilze zu sein. Ja, Pilze! Großartig! So, ich wollte einen Blick auf die Karte werfen, aber ich glaube, das ist nicht nötig, ne? Das sieht so vertraut aus. Ich finde, das sieht sehr vertraut aus hier, diese Treppe. Und dann dieser Weg in den Sumpf hinein und ein toter Lance. Was macht der denn hier? Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Ach, richtig! Das ist der, den die Wassermagier in den Sumpf zu den Banditen geschickt haben. Der liegt hier. Klar, das ist gar kein Bandit. Sumpfgolem, Hilfe! Hilfe! Zu Hilfe! Nein, ich darf jetzt nicht mit dir zu den Banditen. Die werden dich nur umbringen, aber ich will die Erfahrung. Ich hau jetzt einfach mal hier ab. Da kenne ich nichts. Tschüss, Sumpfgolem. Er scheint aufgegeben zu haben. Hey, da ist eine Höhle. War ich da schon drin? Keine Ahnung. Ich brauche erstmal ganz viel Leben. So, und zwar werde ich jetzt erstmal meinen ganzen kleinen Krusch vernichten. Zum Beispiel... Ups, nein, nicht diese Heilpflanze, sondern diese Beeren. Dürfte ich bei 180 sein? 185, sowas. Genau, 180. Dann habe ich ein Butterfleisch. Und dann, weil es so schön war, noch zwei Heiltränke. Was sagt denn mein Mana? Mein Mana sagt 45, also brauche ich genau einen. So, ist es gut. Und dann würde ich doch mal sagen, ich speichere noch mal eine Runde. Und beim nächsten Mal erfahren wir, was in dieser Höhle auf uns wartet. Und danach gehe ich zum Sumpflager, das Banditenlager ist jetzt quasi das Sumpflager, genau, zum Lager im Sumpf zu den Banditen zurück und schau mal, ob ich jetzt mit diesen Tafeln endlich reinkomme. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, ne?